Verdächtig, Teil 11. Mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer und ich bin nicht mehr verdächtig. So, das ist jetzt die ganz schnelle Zusammenfassung für diejenigen, die jetzt abschalten möchten. Aber ich glaube, die Geschichte ist deutlich interessanter, wenn man sich das jetzt anhört, was ich dazu zu sagen habe. So, ich bin jetzt heute Morgen mal ganz ruhig und unaufgeregt. Warum? Weil ich gestern Abend nochmal so richtig schön einen abgelassen habe in einem anderen Video. Warum ich emotional immer noch nicht so ganz wiederhergestellt bin. Da gibt es viele Gründe. Dazu lasse ich mich jetzt hier nicht aus. Hier kommen jetzt nur die Fakten zu meinem aktuellen Status und warum dieser Status jetzt so ist, wie er ist. Also, nochmal kurze Zusammenfassung. Ich selbst bin letzte Woche Mittwoch zum Test gegangen. Am Donnerstag hatte ich ein negatives Testergebnis. Am Freitag wurde mein Sohn getestet. Und am Dienstag hatte er sein positives Testergebnis, was zur Folge hatte, dass es jetzt Zweifel gab, dass ich mich jetzt nicht doch noch anschließend bei ihm angesteckt habe. Okay, aber das war ja jetzt noch nicht alles, sondern ich habe ja auch noch eine Frau und die musste jetzt auch getestet werden. Und warum bin ich nicht damals sofort bei dem Test meines Sohns in Quarantäne gesteckt worden? Das hat sich gestern herausgestellt im Gespräch mit dem Gesundheitsamt, die zugegeben haben, dass es einfach Schlamperei war. Also bin ich der Quarantäne das erste Mal von der Schippe gesprungen, weil das Gesundheitsamt geschlampt hat. Ansonsten wäre ich in Quarantäne gewesen, so ungefähr irgendwie vor 2 Wochen, wenn alles gut gelaufen wäre, ne? Da hätten die mich in Quarantäne gesteckt. Haben sie aber nicht. Okay. Das zweite Mal hätten sie mich jetzt ja quasi in Quarantäne stecken müssen, als mein Sohn positiv getestet wurde. Aber weil ich jetzt gerade einen Tag vorher das negative Testergebnis hatte, tja, ist das so ein bisschen so lala zu sehen. Also es ist nicht so ganz eindeutig, insbesondere weil ja meine Frau aufgrund dieser Situation mit dem positiven Testergebnis dann auch noch einen Test machen musste. Also wenn die jetzt einen positiven Test hätte, dann ist der Fall völlig klar, dann muss ich wieder in Quarantäne, dann muss ich aufpassen, dass ich nichts kriege und täglich Fieber messen und. Ich bin ja gestern gestartet, um mich beim Gesundheitsamt einzuschleimen und zu sagen, ey, lieber nicht und ich möchte doch keine Quarantäne und macht doch jetzt keinen Sinn in dieser Situation, weil als der Test bei meinem Sohn gemacht wurde, waren die Symptome bereits am Abklingen. Und auch dem Gesundheitsamt war klar, dass diese Infektion überstanden ist. Das bedeutet ja nicht, dass man da nicht noch einen positiven Test haben kann. Okay, also alles ein bisschen schwierig. Ich bin gestern Morgen zum Gesundheitsamt gefahren, um die zu bequatschen, dass sie mich laufen lassen. Eben aufgrund dieser Situation. Und wollte betteln. Ich kam beim Gesundheitsamt an und am Eingang wurde ich schon gefragt, was wollen Sie denn überhaupt hier? Hier gibt es keinen Zugang zu den Bearbeitern. Wir machen alles nur noch telefonisch, alles nur noch schriftlich und so weiter und so fort. Im Prinzip wusste ich das ja, aber meine Situation ist kompliziert und ich wollte das gerne persönlich regeln. Und ich hatte die Hoffnung, wenn mir da dann jemand über den Weg läuft, der nicht so ganz qualifiziert ist und einfach nur nach irgendwelchen Algorithmen vorgeht, dass ich dann mich beim Chef beschweren könnte oder so. Also ich bin da nicht reingekommen. Die waren alle lieb und nett und haben einfach gesagt, nee,
mach mal von zu Hause, schreib mal E-Mail. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt nehme ich mal die nächste Chance wahr und jetzt fahre ich nach Hause und schreibe eine E-Mail und kläre das mal. Ich bin dann nach Hause gefahren und meine Frau war gerade am Telefonieren. Warum? Weil das Gesundheitsamt angerufen hat. Das war natürlich sehr praktisch, weil wenn sie in so einer Familie wohnen, dann werden sie ja auch zusammen normalerweise dann behandelt. Also das hat jetzt wirklich geklappt. Das Gesundheitsamt hat uns ganzheitlich betrachtet. Wir haben wahrscheinlich den besten Mitarbeiter vom Gesundheitsamt gesprochen. Und der sagte uns dann einfach, ja, bei ihrem Sohn ist alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Das tut ihm ja völlig leid. Mir tut es nicht leid, weil ich war nicht in Quarantäne. Also okay. Und meine Frau auch nicht. Auch gut. Aber so, jetzt war da ja noch so ein Wermutstropfen. Der Test meiner Frau, den sie vorgestern gemacht hat, der stand noch aus. Und die Praxis, wo sie den gemacht hat, die war geschlossen. Und wir wussten nicht, wann wir jetzt das Testergebnis kriegen von meiner Frau. Auf das mussten wir jetzt warten. Und das stand so im Raum und der Bearbeiter vom Gesundheitsamt, der sagte jetzt also, wenn dieser Test positiv ausfällt, dann müssen wir in Quarantäne. Das ist verständlich. Und deswegen haben wir uns dann einfach hingesetzt und Kaffee getrunken und ja, gewartet, was da kommt. Okay, also meine Frau hat jetzt für die Zeit des Tests natürlich auch schon Ausgangssperre gehabt, aber das, was diesen einen Tag betrifft, das lassen wir unter den Tisch fallen, das ist nicht so schlimm. Wir haben jetzt aufs Testergebnis gewartet und nachmittags kam es. Tja, und negativ. Meine Frau hat auch einen negativen Test. Das war toll, weil jetzt ist im Prinzip klar, dass damit eine Situation vorliegt, in der wir uns zwar theoretisch immer noch angesteckt haben könnten, jetzt nachträglich irgendwann, aber unser Gefühl sagt uns, keine Chance. So wie wir uns verhalten haben, hat uns der Gesundheitsamt Mitarbeiter sowieso gelobt, dass wir so einen Abstand eingehalten, dass wir darauf geachtet haben, dass ja, die Gegebenheiten bei uns in der Wohnung quasi so gestaltet sind, dass man nicht immer nur nebeneinander sitzen muss und wir das ja auch nicht haben. Und deswegen sind jetzt alle Quarantänen bei uns in der Familie aufgehoben. Die Quarantäne meines Sohnes lief an dem Tag ab, an dem er den positiven Test bekam, weil so nach 2 Wochen Verdacht ist natürlich ihre Infektion auch durch und dann ist auch die Quarantäne durch. So, ich habe einen negativen Test, ich könnte jetzt nochmal einen neuen machen, den hätten wir aber nur dann neu gemacht und zwar einen besseren, der dann auch tatsächlich die Infektiosität nachweist, dieses Virus, was der einfache Test ja nicht kann. Der ist jetzt obsolet geworden, den müssen wir nicht machen und das gleiche gilt für meine Frau und wir sind raus. Das heißt, diese ganze Story verdächtig ist jetzt am Ende und wird jetzt ersetzt durch eine Story Mobbing oder nicht Mobbing vielleicht oder sowas. Ja, weil das, was ich jetzt erlebt habe, was da so im Umfeld gerade abgeht an persönlichen Reaktionen, das ist alles komplett unerfreulich und wenn ich das entschuldigen möchte, dann würde ich sagen, diese Menschen haben Angst und deswegen benehmen sie sich so unmenschlich. Und wenn ich es nicht entschuldigen möchte, dann sage ich einfach, das ist Vorsatz, dass sie sich jetzt so benehmen, die mögen mich nicht, das ist Mobbing. Ja, und wenn die dann auch noch Maßnahmen vorschlagen, wie mich wegzusperren, dann ist das Faschismus, ja, weil ich lebe in einem freien Land, ich bin ein freier Mensch, ich kann meine eigenen Entscheidungen treffen, ich bin gesund und die Grauzone, in der wir uns jetzt bewegen, das ist normal, absolut normal und das sollte sich auch jeder vergegenwärtigen und andere Leute auch dementsprechend behandeln, nett, ohne Vorwürfe. Sie nicht einsperren wollen und nicht Quarantäne verordnen wollen, sondern einfach den Leuten sagen, jetzt halt mal ein bisschen Abstand,
dann ist schon alles gut. Ne? Und so, das war die lange Story. Verdächtig Tag 11, mit der Gesamtauskunft niemand mehr verdächtig. Jedenfalls nicht offiziell. Diese Mobbing-Story, die fängt ja an jetzt, weil Leute meinen, das müsste man noch fortsetzen, dieses Thema. Das wäre nicht das letzte Wort, was da gesprochen wurde. Ich wäre moralisch und ethisch ihnen gegenüber irgendwie verpflichtet, drei Masken umzubinden und ähnliches. Lehrer, ja, das können Sie vergessen. Also überkorrekt und dann aus überkorrekt wird ganz schnell Faschismus. Sorry, die haben auch damals beim Adolf mitgeholfen. Ja. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber die müssen noch mal ganz schwer nachdenken. So benimmt man sich nicht. Schönen Tag noch.